Für unsere Betrachtung zur Kunst um uns herum sind wir, das ist Sebastian Seibel, der das Ganze mit der Kamera aufnimmt, und ich heute am Blumenhof. Also in unmittelbarer Nähe zur Schlosskirche zu meiner Linken. Hinter mir, da ist der Bezirksamtsturm und davor steht unser heutiges Skulpturenpaar von Markus Lüppertz, also von dem sehr berühmten Künstler, Sonne und Mond. Ja, die beiden stammen aus dem Jahr 1986. Sie sind aus Bronze, eigentlich gleich groß, aber da schauen wir nachher noch drauf, wie der Größenunterschied entsteht. Und sie gehören der Kunststiftung der Sparkasse Pforzheim-Calw. Über die Aufstellung von Sonne und Mond berichtete im Mai 2017 die Zeitung. Man könnte sagen, sie waren lange im Verborgenen und wurden erst wiederentdeckt. Und wie es dazu kam, das ist fast eine längere Geschichte. Der ehemalige Leiter vom Schmuckmuseum, der Dr. Fritz Falk, der war auf der Suche nach einer ganz anderen Skulptur. Der hat eigentlich eine Skulptur von Arnaldo Pomodoro, von einem italienischen Künstler, gesucht. Und auf dieser Suche, in einem Keller von einem Gebäude, das der Sparkasse gehört, sah man hinten in der Ecke noch etwas Dunkles liegen. Man hat es gar nicht auf den ersten Blick erkannt. Erst auf den zweiten Blick wurde dann offenbar, dass es sich um die Skulpturen von einem sehr bedeutenden Künstler, nämlich eben von Markus Lüppertz, um Sonne und Mond handelt. Es ist auch interessant, wie die überhaupt in den Besitz der Sparkasse Pforzheim-Calw kamen. Es gab mal Ende der 90er Jahre eine Ausstellung in Pforzheim von Markus Lüppertz. Ob dieses Skulpturenpaar damals angekauft wurde, das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall gehörte es einem privaten Sammler, der, als er in finanzielle Schwierigkeiten geriet, diese Skulpturen der Sparkasse angeboten hat. Und die Sparkasse Pforzheim-Calw, die ja die Kunststiftung hält und eine große Kunstsammlung hat, hat nicht gezögert und hat sie angekauft. Aber man hat sie dann wirklich über Jahre eingelagert, vor allem weil man keinen geeigneten Standort gefunden hat. Ja, es war natürlich nicht so einfach, diesen Standort zu finden. Man kann sich vorstellen, dass man bei der Aufstellung von so prominenten Skulpturen natürlich einiges zu beachten hat. Es gab verschiedene Vorschläge, aber letztendlich hat man dann diesen Platz gefunden und alle haben sich besonders gefreut, dass diese Skulpturen jetzt in die Öffentlichkeit gekommen sind, für alle sichtbar sind. So hat es nämlich auch mal die Kulturamtsleiterin Angelika Drescher anlässlich der Aufstellung gesagt. Solche Arbeiten, die müssen für jeden sichtbar sein im Raum in Pforzheim. Ja, wenn man sich die Aufstellung mal anschaut, dann gibt es dazu auch noch etwas anderes zu sagen. Es sind eigentlich keine Unikate. Das heißt, es gibt dieses Paar im Kunsthandel. Da habe ich es schon mal in der Auktion gesehen. Und es gibt auch ein zweites Pendant in Karlsruhe. Das steht ursprünglich hinter dem Theater, ist aber gerade aufgrund einer Baustelle nicht an Ort und Stelle. Aber Markus Lüppertz zeigt da, dass er eigentlich gerne hat, wenn Sonne und Mond auf ganz hohen Sockeln stehen und der Betrachter wirklich wie in den Himmel zu ihnen hochschaut. Das ist hier auch gar nicht nötig, beziehungsweise wir wissen, Markus Lüppertz hat keine Wünsche geäußert für die Aufstellung hier. Es ist hier nicht nötig, weil eigentlich steht man ja auf dem Niveau unten sehr viel niedriger und hat damit eben auch diesen Effekt, dass man in den Himmel schaut, wenn man die beiden anschaut. Markus Lüppertz muss ich eigentlich gar nicht vorstellen. Trotzdem möchte ich ein paar Worte noch mal zu seiner Biografie sagen. Geboren ist er 1941 in Liberec, das ist der böhmische Teil des heutigen Tschechiens. Und er kam zusammen mit seiner Familie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland, zunächst mal ins Rheinland. Dort hat er auch sein Studium begonnen, als erstes an der Werkkunstschule in Krefeld, später an der Akademie in Düsseldorf und in Paris. 1962, das war für ihn ein entscheidendes Jahr, da ist Markus Lüppertz nach Berlin gegangen und hat einen neuen Stil, seine Malerei, unter dem Titel der dithyrambischen Malerei quasi vorgestellt oder publik gemacht. Dieser Begriff, den hat Lüppertz von Nietzsche entlehnt
Und er meint damit etwas wie eine Kunst, die einerseits euphorisierend wirken sollte und auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen dieses Chaos des Dionysischen über die Kunst und die Kultur gebändigt hat. Also ein ganz komplexes Ideengebilde. Später kamen eher abstrakte Merkmale dazu. Und Lüpertz ist ja eigentlich in der Öffentlichkeit besonders bekannt, nicht nur für die Malerei, sondern durch die oft sehr monumentalen Skulpturen, die im öffentlichen Raum Aufstellung finden und die aufgrund von ihrer wirklich archaischen, manchmal auch etwas rohen Bildsprache doch heftige Diskussionen auslösen. Ja, Lüpertz spielt auch eine ganz große Rolle als Lehrer und als Professor. Man hört ganz häufig von Künstlern, wenn über sie gesprochen wird, dass jemand Lüpertz Schüler war. Und zwar war er lange Jahre, von 1974 bis 1987, zunächst mal Lehrbeauftragter und später Professor an der Akademie in Karlsruhe. Und im Anschluss daran, zwischen 1988 bis 2009, war Markus Lüpertz dann Rektor an der Düsseldorfer Kunstakademie. Sonne und Mond haben sowohl figurative als auch abstrakte Elemente und sind ja eigentlich Personifikationen dieser archetypischen Himmelskörper von Sonne und Mond. Und ich denke, das ist etwas, worüber man auch noch ein kleines bisschen nachdenken sollte. Weil als Sonne und Mond verkörpern sie natürlich Tag und Nacht. Sie verkörpern auch ein männliches und ein weibliches Prinzip. Wobei man sagen muss, dass das ja unterschiedlich ist. Wir im Deutschen sagen ja der Mann im Mond und die liebe Frau Sonne, so zumindest im Kinderbuch, während in der Antike ja eigentlich der Mond, Frau Luna, La Luna, als weiblich personifiziert war und auf der anderen Seite ihr Bruder Sol dann eben das männliche Prinzip darstellte, der Sonnengott. Luna ist ja in der römischen Mythologie die Göttin des Mondes und entspricht dann in der griechischen Mythologie der Selene. Und dieser Name hat sich ja auch übertragen. La Lune, Lune di, also eben auf den Montag. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr Bruder in der Mythologie ist der Sonnengott Sol. Die immer wiederkehrende Sonne als Sol Invictus spielt dieses Prinzip dieses Sonnenaufgangs eine ganz große Rolle auch im frühen Christentum. Und man könnte vielleicht sagen, dass die Beobachtung der Gestirne, Sonne und Mond, Tag und Nacht, natürlich eine der Grundkonstanten der Menschheit sind. Also denken wir nur zum Beispiel an die Beobachtung, wie sie in Stonehenge wahrscheinlich, so nimmt man ja an, durchgeführt wurde. Also der Wechsel des Werden und des Vergehen, die Gezeiten sind vom Mond beeinflusst, die Sonne, der Sonnenkreislauf, die Jahreszeiten, aber das gesamte Leben wird eben von Sonne und Mond geprägt. Wir sollten uns vielleicht Sonne und Mond auch noch mal unter formalen Gesichtspunkten anschauen. Bronzeguss hatte ich ja schon gesagt und die Gesichter sind dann gold, ja, plattiert oder sind goldbronziert. Und man sieht sehr deutlich, dass sie gearbeitet sind nach einem Holzmodell. Das Lüpertz ganz offensichtlich, was man an diesen schweren Einschnitten und Schrunden und Querschnitten sieht, auch mit der Kettensäge bearbeitet wurde. Sonne und Mond sind die natürliche Uhr des Menschen, so könnte man sagen. Und in der Aufstellung, so wie sie hier sind, dass der Mond nämlich quasi mit seinem Standfuß direkt auf dem Boden steht, während die Sonne nochmal mit dem Standfuß auch auf den Sockel gestellt ist. Das ergibt natürlich dieses Bild. Die Sonne ist frontal ausgerichtet zum Platz und der Mond guckt dann so ein bisschen zu ihr hoch. Ich weiß nicht, ob Lüpertz das so geplant hatte, wahrscheinlich nicht. Aber es ist natürlich interessant, weil dann haben wir diese Konstellation, dass sich der Mond eben um die Sonne dreht und ihr quasi auch so ein bisschen Tribut zollt. Bevor heute bei uns aber die Sonne untergeht, verabschieden wir uns und freuen uns schon auf die nächste Entdeckung zur Kunst um uns herum.